Hallo Leute und herzlich willkommen zum zweiten NPBL Teambuilding für mich. Heute geht's ran, beziehungsweise morgen gegen Spikey Kicknias von dem guten Dave. Sein Team besteht aus Lando Team, Mega Man Electric, Volcanion, Zoroark, Z, Porygon, Z, witzig, Aromatis, Nocturne, Manaphy, Ferrothorn, Tendantil, also Frostege und Metang. Was man auf jeden Fall sieht, ist, er hat einen Manaphy, er hat einen Lanotti, er hat Volcanion. Er hat durchaus ein paar Breaker, die ein bisschen wehtun. Er hat auch Porygon Z, was nervig sein kann. Gut, wenn Porygon Z mitkommt, wird es wahrscheinlich Trick Room Hyper Beam sein, weil das hat er bis jetzt immer gespielt. Ich weiß nicht, ob er das ändern wird, ich bezweifle es. Zoroark ist für mich immer ein sehr nerviges Pokémon, einfach ich hasse die Fähigkeit von Zoroark wie die Pest, ne? Und das kann tatsächlich wirklich unangenehm sein. Wenn ich darauf reinfalle, heißt ich hoffe ein bisschen, dass er das einfach nicht mitnimmt. Darüber wäre ich ihm sehr dankbar. Ich konnte ein paar Pokémon ausschließen, die er ziemlich sicher nicht mitnehmen wird. Prostege fand ich ziemlich kacke gegen mich. Ich glaube nicht, dass er das bringen wird. Er wird auch wahrscheinlich nicht Metang mitbringen, weil dafür mein Team zu offensiv ist und Metang halt dann doch eher weniger was macht. Tatsächlich glaube ich auch nicht, dass Manaphy mitkommt, weil Manaphy eigentlich gegen fast nichts auf plus 3 kommen kann in meinem Team. Also zumindest nur sehr schwer. Das Einzige, was ich gesehen habe, ist das Gligar. Dagegen kann es maximal auf plus 3 kommen und selbst da ist es schwer, vor allem mit dem Set, das ich war, dass es da wirklich auf plus 3 safe kommen kann, ohne wirklich einen Recoil-Damage, nenne ich es jetzt mal, zu bekommen. Womit ich auf jeden Fall safe rechne, ist Mega Man Electric, weil es gibt fast nie für ihn, glaube ich, einen Grund, Mega Man Electric nicht mitzunehmen. Vor allem hat Speed das jedes meiner Mons. Was für ihn ganz gut ist, deshalb ist das für mich ein gesetzter Slot. Ich denke auch, dass Lando T mitkommt, weil Lando T kannst du eigentlich fast immer mitnehmen. Könnte sein, dass er es vielleicht daheim lässt. Wenn das kommt, dann ist das ziemlich sicher ein Scarfer. Ein anderes Set sehe ich tatsächlich nicht unbedingt allzu gut. Ich denke, er wird auch Tentante mitnehmen, weil er das wahrscheinlich als Rocker mitnehmen wird. Aromatis fängt auch ziemlich viel in meinem Team sehr gut ab. Das könnte mitkommen. Volcanion ist unglaublich nervig, weil es ein guter Switch in den Azumarill ist. Vielleicht sogar in einer bikigeren, physisch-defensiven Variante, wer weiß. Und dann halt Nocturne könnte kommen, weil Machpunch tatsächlich gegen mein Team echt nervig ist. Ice Punch trifft Skorgler, Drain Punch ist auch ziemlich nervig. Mit der Swordless kann Sincurium jedes Mal reinkommen. Zoroark könnte kommen, wobei ich mit Zoroark jetzt nicht unbedingt rechne, dann eher sowas wie Nocturne und halt Porygon Z könnte kommen. Ich weiß es aber nicht, ob er wirklich sein Porygon Z mitnehmen möchte. Dann kommen wir erstmal dazu, was ich dabei habe. Ich habe als erstes den Poposprenger dabei. Und der Poposprenger ist super. Wir sind ein doppeltänzendes Skorgler mit dem Evoliten und der Fähigkeit Hypercut. Das heißt, wir können nicht auf minus 1 Attack, beziehungsweise unser Attack kann nicht gesenkt werden, bevor ich hier scheiße laber, ja. Was gegen Lando T und Mega Man Electric ziemlich gut ist, denn dieses Skorgler kann sich tatsächlich gegen so viele sind es auch nicht, aber gegen ein Lando T kann es sich setupen, weil Lando T nicht wirklich was dagegen macht, außer Knockoff drücken. Es kann sich gegen Parfiness setupen und es kann sich tatsächlich auch gegen Ferrothorn setupen, es sei denn, er ist aus irgendwelchen Gründen Adamant Full Attack Power Whip. Dann funktioniert das nicht ganz so gut, aber von dem Set gehe ich jetzt einfach mal nicht aus, wobei man nie weiß, ne? Der Gegner kann immer irgendwas ganz Komisches bringen. Wie wir zum Beispiel Agility SD mit Earthquake und Aqua Tail treffen wir eigentlich alles verdammt gut in seinem Team und das Skorgler hat tatsächlich Sweep-Potenzial, ich werde auch ziemlich sicher damit leaden. Weil er halt in meinen Augen so vier Lead-Optionen hat. Lando T, Mega Man Electric, Pharaoh und Zoroark. Da ich mit Zoroark jetzt eher weniger rechne, halt Lando T, Mega Man Electric oder Pharaoh. Mega Man Electric wäre jetzt ein dummer Lead, weil HP Ice halt verdammt viel Schaden macht. Und dann muss ich abwägen, ob ich jetzt mich setuppe oder ob ich ihm gleich den EQ reindonnern möchte, um ihn rauszunehmen, weil wir sind Adamant, das reicht aus, das ist nur Mega Man Electric. Außer er hat aus irgendwelchen Gründen verdammt viel KP rein investiert und irgendwie auf einen Gespeed Creep, das Crobat Gespeed Creep, aber davon gehe ich jetzt einfach mal nicht aus. Dann haben wir hier ein zweites Mon, was nochmal sweepen kann. Und zwar ein Nastyplot Panferno mit Fire Blast, HP Ice und Focus Blast. Problem an diesem Set ist, wir müssen Focus Blast treffen. Zweites Problem ist, er muss auf jeden Fall in Lando T oder Mega Man Electric in Panferno reingehen. Das Gute ist, da Lando T wahrscheinlich gescarft kommen wird und Mega Man Electric von Haus aus schneller ist, wird er die zwei Mons dazu benutzen, um, wenn Panferno einen Kill gemacht hat, damit das Panferno zu revengen.
Wo ich aufpassen muss mit dem Set ist halt das Kack Nocturne da mit seinem Machpunch. Das könnte ziemlich nervig werden, aber ansonsten hat dieses Panferno tatsächlich auch sehr, sehr gutes Sweep-Potenzial. Also die zwei stehen quasi für sich alleine und die letzten vier sind halt die letzte Bastion, wenn die zwei gefallen sind. Sollen die vier das irgendwie versuchen rumzureißen. Hier haben wir erst einmal Tauros, meinen wunderschönen G20-Gipfel mit dem Lifehop, Body Slam, Fireblast, Ice Beam und Iron Head. Ich denke, das meiste erklärt sich von selber. Wir sind so schnell, um Manaphy zu outspeeden. Das müsste 167 sein, naja. Treffen damit eigentlich alles ziemlich gut. Problem an dem Set ist, wir one-shotten nicht wirklich was, außer Lennoti, weil Lennoti ist kacke gegen Eisattacken. Also ja, das droppt einfach. Außer er hat eine Yachi Berry. Aber dem Rest machen wir halt guten Schaden, aber nicht genug Schaden ist das Problem. Wir können auch mit Fireblast Ferrothorn nicht one-shotten. Außer, weiß ich nicht, der spielt wirklich komplett offensiv, dann schon, aber ja, damit rechne ich jetzt einfach mal nicht. Aber ich glaube, er hat es sogar schon mal gebracht. Ansonsten macht er halt gegen alles viel Damage und soll am Schluss ein bisschen aufräumen im besten Fall. Wir müssen halt nur schauen, Mega Manectric ist zum Beispiel schneller, aber wir haben auch noch Raikou dabei, der noch ein bisschen Damage raushauen kann mit der Aurasphäre, HP, Ice, Thunderbolt und Toxic. Ich habe nicht wirklich gesehen, dass ich Volt Switch spielen soll, denn es gibt eigentlich nichts, gegen das ich gerne Volt Switch drücken bzw. drücken muss, weil wir eigentlich alles mit Donnerblitz und Aurasphäre sehr gut treffen, das Lennoti natürlich mit HPIs. Und dass man was am ehesten in dieses Raikou reinkommt, ist halt Parfiness und dafür habe ich mich dann für Toxin entschieden, weil dann muss er nämlich eine Runde nehmen, wo er Heal Bell drückt und das ist dann wieder ein Moment, wo ich Tauros Safe reinbekommen kann und dann einfach auf dem Iron Head gehen kann. Dann habe ich hier ein speziell defensives Kyurem, denn ich muss irgendwas in Mega Manectric reinswitchen, ich muss irgendwas in Volcanion reinswitchen und ich muss noch etwas in dieses vermaledeite Zoroark reinswitchen und in Porygon Z. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, Kyurem hier ein bisschen zu verkrüppeln, nenne ich es gerne mal, und in eine speziell defensive Variante zu packen. Ich habe Ice Beam und Earth Power, ich glaube, das erkennt man von selber, wofür die Moves sind. Toxin natürlich wieder für Parfiness und noch Roost, was ziemlich nice ist. Wir müssen nur schauen, dass wir aufpassen müssen, dass nicht Raikou oder Panferno weg sind, weil auch wenn Tauros Feuersturm hat, ne, der kann halt missen und da. So eine Aurasphäre trifft zum Beispiel Tentantel immer und die letzten zwei Mons von mir, also Azumarill und Kyurem, machen nicht wirklich was gegen Pharaoh. Denn auf Azu haben wir auch eine physisch-defensive Variante gepackt, denn ich möchte damit das Lennoti besser handeln können, genauso wie das Nocturne besser handeln können. Weil ich bin mir gar nicht sicher, was er alles auf Nocturne spielen wird. Ich denke, er wird auf jeden Fall Drain Punch, Mach Punch und Bullet Punch spielen. Also Bullet Punch ist gesetzt, weil ich einen Mega Diancie habe. Mach Punch ist eigentlich meiner Meinung nach fast auch schon gesetzt, weil er zum Beispiel langsamer ist als sowas wie Tauros, als sowas wie Raikou, als sowas wie Kyurem. Und die möchte er natürlich erwischen. Wenn er AV ist, dann könnte er sich erlauben, Mach Punch nicht zu nehmen. Und Drain Punch ist auf jeden Fall auch nochmal ein gesetzter Move. Und dann wird er auf jeden Fall noch Ice Punch spielen. Und je nachdem, wenn er Mach Punch nicht spielt, könnte er tatsächlich hier auch noch den Donnerschlag spielen. Der wäre relativ nervig, aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass er lieber auf den Mach Punch geht. Denn dann kann dieses Azumarill auch das Nocturne ziemlich gut handeln. Wir haben hier Aqua Jet als Prio-Attacke für sowas wie Lennoti. Das Toxin, um das auf Volcanion zu donnern, weil Volcanion ziemlich sicher auch immer der Switch-In ist. Und dann können wir mit Protect immer ein bisschen gegen-recovern mit den Leftovers. Und ja, also im Prinzip hoffe ich, dass ich mit einem der ersten beiden Pokémon sweep, im besten Fall mit Skorglass, wäre super, wenn der Popo-Sprenger da einfach direkt durchgeht. Ansonsten halt noch Panferno. Panferno geht aber halt auch nur wirklich safe durch, wenn wir mit dem Adrenalin-Orb, also wenn der Adrenalin-Orb getriggert wurde. Er hat nämlich halt ein paar Prios wie Sucker Punch, Mach Punch, die relativ nervig sein können. Den Bullet Punch rechne ich jetzt einfach mal nicht dazu und wenn die zwei gefallen sind, dann werde ich mit den letzten vier versuchen noch zu gewinnen, aber wahrscheinlich wird es dann eher ein auf Ergebnis spielen. Deshalb sehen wir uns dann morgen im Kampf wieder. Bis dann und ciao.